Hey ihr Lieben, ich bin ein bisschen entsetzt, ne? Mit der, naja, ich weiß ja nicht, wie es in Deutschland ganz genau ist, aber hier haben wir ja in Frankreich, in Spanien haben wir ja komplette Ausgangssperre und habt ihr Titanic gesehen? Frauen und Kinder zuerst. Und in der Pandemie tun die Politiker jetzt hier Frauen und Kinder zuerst rausschicken, ja. Normalerweise schützt man zuerst Frauen und Kinder und jetzt tut man Kinder, also und Frauen zuerst rausschicken. Ja, also du bist auf einem Boot, ja, du bist auf einem Boot, das ist umgeben voll mit Haien. Und das Erste, was du rausschickst, sind die Frauen und Kinder, um zu versuchen, auf irgendeine Insel zu kommen. Oder was ist der Versuch hier? Was ist hier der Versuch, wenn tatsächlich eine Pandemie noch da ist? Und noch die Gefahr besteht, ja, weil eine Pandemie laut alter Definition, ja, nicht wie die WHO das extra definiert hat, was wir schon besprochen haben, ja, damit die damit die Pharmakonzerne ja, Geld machen, damit die Länder, also nochmal, die WHO hat ja die Definition der Pandemie so eingestuft, dass nicht mehr 100.000 Menschen sterben müssen oder was weiß ich wie viele, sondern nur ein paar reicht, die durch ein Virus sterben. Das ist schon eine Pandemie, wird schon auf die Stufe 6, ja, auf die Stufe 6 gemacht. Und dann werden, das heißt dann, dass die Länder Geld bekommen von der WHO, die Länder bekommen dann Geld, damit sie dann von der Pharmaindustrie Medikamente kaufen können, ja. Die Lobbyisten der Pharmaindustrien sind in der WHO. Ja, viele Leute von der Pharmaindustrie sind in der WHO. Früher, das war mal ein gutes Ding, die WHO zu gründen, ist aber natürlich korrumpiert worden, wie alles, wo es um, wenn es um viel Geld geht. Ja? Genau wie heute diese ganzen Beispiel UNICEF. UNICEF zum Beispiel, wenn sie Sachen nach Afrika schicken, die jetzt nicht unbedingt mit dem Flugzeug kommen, die zum Beispiel mit LKWs kommen, werden in Marokko, wenn sie über Europa kommen, werden in Marokko abgelegt einfach. Und dann, egal was damit passiert, in Marokko tun sie dann, die Händler kommen dann da an, nehmen die Sachen aus den LKWs und verkaufen sie dann in ihre Einzelhandel. Ja, das müsst ihr euch mal vorstellen. Korrumpiert. Ja, Hauptsache, wir bekommen das Geld von, ihr schickt Geld, ja, zu UNICEF. Nicht alles, natürlich helfen sie auch, ja. Aber die helfen nicht alles, was ihr da schickt an die UNICEF, ist alles Hilfe. Ja. Mir egal, Einstellung. Hauptsache, ja, ich kriege meine Brötchen, ich arbeite ja da, ich kriege meine Brötchen, ich kriege mein festes Gehalt, ja. Mein festen Gehalt und mal gucken. Ja. Und umso weniger ich helfe, umso mehr, umso sicherer habe ich meine Brötchen. Versteht ihr? Und wie sonst die Transaktionen verteilt werden. Ihr versteht schon. Hier genau dasselbe, ja. Jetzt, aber wieso schickt man die Frauen und Kinder auch noch 12-Jährige? Bis zu 12 Jahren dürfen die Leute, ja, jetzt auf die Straße mit einer Begleitung. Ich verstehe das einfach nicht. Wenn diese Pandemie, ja, doch wirklich noch existent ist, was ja für mich, wie gesagt, für mich ist keine Pandemie, wir müssen ganz normal, der Grippevirus ist busy, der gar nichts macht. Ja, ich habe es euch von Anfang an gesagt, bevor irgendeiner es überhaupt gesagt hat, habe ich euch gesagt, ja, dass das alles nur Schein und Trug ist. Ja, ich weiß genau, was eine Pandemie ist, in der Bibel wird definiert, was eine Pandemie ist, ja, eine Epidemie. Und bei allem Respekt vor von den Menschen, die gestorben sind, ja, die sowieso gestorben werden, wie das der Arzt bei Markus Lanz gesagt hat, die werden sowieso gestorben, weil die meisten sind ja, die sterben sowieso zwischen 60 und 95, die da sterben. Die meisten im Durchschnitt sind 85, 80, die sterben. Also das waren Menschen, waren alt. Ja, und sind gestorben. 90% der Menschen sind an Vorleiden gestorben, weil sie alt sind, weil sie sowieso gestorben werden. Bei allem Respekt an den Toten und an den Familien. Ja? Sie werden eh gestorben. Das ist, was der Arzt, das ist, was ich euch von Anfang an gesagt habe. Ja? Ja, der hat doch auch den Grippevirus. Ja, der hat den auch den Grippevirus. Die meisten werden geheilt. 90% der Menschen werden geheilt. Ja, die diesen Coronavirus haben, die werden geheilt. Man sagt, sie werden geheilt. Von was werden sie denn geheilt, wenn wir überhaupt keinen Impfstoff haben? Sie werden geheilt. Sie haben sich wieder
Genesen heißt das, ja. Sie haben sich wieder genesen, sie haben sich selbst geheilt, das eigene Immunsystem, sie haben sich wieder genesen, ja. Weil das eben gar kein so schlimmer Virus ist. Wie gesagt, die Inkubationszeit dauert 2 Wochen. Wenn ein Virus 2 Wochen braucht, dass er bei dir überhaupt irgendwas ausrichten kann, dann ist das, weil dein Immunsystem schon ja, dagegen kämpft, aber nach 2 Wochen nicht mehr kann, ja, du an alt und dann ja, da irgendwas macht. Ja, ich war auch total krank, vielleicht habe ich das gehabt, vielleicht habe ich den, ich war richtig krank hier, hatte auch so einen trockenen Husten gehabt und alles, aber ich bleibe zu Hause, ich werde schon wieder gesund, ja. War 2 Wochen richtig krank, ja. Und ja. Und die meisten Ärzte jetzt, die sagen ganz genau, die untersucht haben, dass die meisten Menschen, die gestorben sind, wenn sie größere Untersuchungen gemacht haben, dass sie schon Vorleiden hatten. Wisst ihr, wie ein Mensch stirbt, der Tuberkulose hat? Ja, wie Tuberkulose gibt es doch nicht mehr in Europa. Doch, wir haben jetzt wieder Tuberkulose mit den ganzen Leuten, die wir eingeschleust haben. Verbreitet sich wieder Tuberkulose. Und wenn ihr dann so Videos seht, ja, von Menschen, die da so, ja, der stirbt hier gerade an Tuberkulose oder an irgendwas anderem stirbt er oder auch vielleicht wegen durch den Virus, weil der Mensch einfach alt ist, das eine Immunsystem nicht mehr kann. Ja, wir haben in Spanien haben wir schon Selektion. Ja, ein alter Mann kommt, der hat irgendwas und ein junger Mann kommt und wir haben nicht genug Geräte und Spezialisten und dann wird der junge Mann vor dem alten Mann genommen und der alte Mann muss sterben. Ja, weil wir haben eben nicht 100.000 Geräte und 100.000 Spezialisten. Ja. Es gibt sehr viele Spezialisten. Gerade Spanien ist sehr, sehr fortgeschritten. Ja, man mag es nicht glauben, gerade den Ärzten und den Spezialisten. Und wir haben auch viele Geräte, aber das kannst du alles nicht. Ja, so. Und in Spanien, warum haben wir in Spanien so viele Tote? Das ist die Korruption. Wir in Spanien zum Beispiel, wir sind eine der produktivsten Länder ja, auf dieser Erde. Wir haben zum Beispiel viel mehr Arbeitsstunden als Deutschland, also viel mehr in prozentual gesehen. Also wir haben, glaube ich, 2 Stunden, sagen wir mal, 2 Stunden, 3 Stunden, 3,5 Stunden die Woche mehr Arbeit als wir die Deutschen, mindestens. Ja, egal was du arbeitest. Ja, weil du musst hier von morgens bis mittags arbeiten, dann wird dann wird dann, wenn es dann warm ist im Sommer, wird dann so eine Siesta-Zeit, sage ich mal, so eine Arbeitspause gemacht, weil es einfach zu heiß ist zum Arbeiten, nicht in allen Bereichen, sondern wenn es dann echt in gewissen Berufen zu brutal ist, die Hitze. Und dann müssen sie dann um 3 Uhr oder um 4 Uhr wieder anfangen und dann bis 8 Uhr abends, 9 Uhr abends oder sonst was, ja, oder 7 halt, oder ja, und arbeiten viel mehr Stunden, ja. Und das ist zum Beispiel, wo man dann sehen kann, wo ein Land sehr korrupt ist. Wenn Spanien zum Beispiel ist ein sehr produktives Land und wir sind total bankrott. Warum? Wegen der Korruption. Ja? Da kannst du immer sehen, da kann man zum Beispiel immer sehen, wie korrupt ist ein Land. Weil Spanien ist ein sehr produktives Land, produktiver als Deutschland zur Relation gesehen. Jetzt nicht im Erfolg, jetzt Wirtschaft, Automobile, bla bla, wer da mehr, sondern einfach von der Produktivität. Ja, dann, wenn man dann sieht, wo ist denn das ganze Geld, das Bruttosozialprodukt und sowas. Ja, habe ich das jetzt richtig gesagt? Gut. Wo ist denn das ganze Geld? Dann weiß man ganz genau Korruption. Ja, kleines Beispiel, zum Beispiel unser Präsident jetzt hier, der hat alle Geräte nach Madrid befördert, von einer gewissen Zone nach Madrid befördert. Ja, und die Leute sagen, ja, was denn, wenn hier was passiert? Ganz einfach, ja, die Kosten für eine Behandlung, ja, belaufen sich circa auf 60.000, 80.000 Euro. Ja, wenn es bis in die Stufe 3 geht, haben wir schon mal in einem Video erklärt, was Stufe 3 ist, ja, was die Stufen sind von dieser Krankheit. Und die Kosten belaufen sich dann auf 60.000, 80.000 Euro. Ja, und dann seht ihr die Korruption. Die holen die extra, die waren nach Spanien, nach Madrid. Die holen extra die Spezialgeräte nach Madrid, damit sie dann sagen können, wir haben so und so viel Geräte, damit wir sie benutzen brauchen. Wie sagen sie dann an der WHO, wir brauchen so und so viel Geld, damit wir sie benutzen. Diese Geräte werden dann aber gar nicht benutzt, ja. Und das Geld wird dann korruptiv verteilt, ja. Natürlich nicht alles, muss ja den Anschein trügen, dass wirklich geheilt wird und sowas, die Sachen angewendet werden, ja. Aber hier sieht man die Korruption, wenn man einfach nur logisch denkt. Warum holt der Präsident diese ganzen Geräte nach Madrid? Ja, natürlich.
Und dann wird er erzählt, und vorher wird er erzählt, dass in Madrid die meisten sterben, so viele sterben. Die Leute, ist gerade eine Paranoia in Madrid unterwegs, das ist nicht mehr normal. Und die Leute liegen da im Flur in den Krankenhäusern. Ja, man würde niemals, wenn eine Pandemie ist, die Leute einfach in den Fluren da liegen lassen, sterben mittlerweile teilweise auch in den Fluren dort in Madrid. Das würde man gar nicht zulassen. Man würde das Krankenhaus komplett isolieren, das ganz anders machen. Und du kannst einfach, ja, und da läuft der eine mit der anderen anderen vorbei, die liegen da einfach auf dem Boden, in den Fluren. Das müsst ihr euch vorstellen. Wenn das eine wirkliche Pandemie wäre, würde man das gar nicht machen. Die Leute husten da, du siehst, wie die da husten und bam, bam, bam. Und das könnte man gar nicht machen, weil dort, ja, durch die Tropfinfektion, die alle die Ärzte alle komplett krank werden, ob du Maske hast oder nicht, spielt keine Rolle, weil da einfach so viele Leute rumhocken. Ja, du brauchst nur eine kleine Wunde oder sonst was und wirst infiziert, ja. Und da sieht man ganz einfach, dass das einfach überhaupt keinen Zusammenhang hat, dass das alles einfach nur, jeder Kranke wird, ja, direkt gesagt, dass er diesen Virus hat oder durch diesen Virus gestorben ist. Und man lässt nicht zu, man tut nicht obduzieren, ja, oder lässt es nicht zu, ja. Und wenn Familienmitglieder Obduktion machen wollen, ja, hat man das Geld, ja, hat man das Geld dafür für eine Obduktion, ja, und so weiter. Und wenn die Ärzte es selbst verlangen wollen, dann wird von, in Deutschland zum Beispiel, soweit ich weiß, wird von Robert-Koch-Institut, ich glaube vom Robert-Koch-Institut, oder wer war das jetzt? Ja, ich glaube vom Robert-Koch-Institut wird gesagt, dass man keine Adoption durchführen muss. Ja, mal kurz hier, ja. Und dann stehen die Ärzte da. Die Ärzte von sich aus, von ihrer Tasche, können das ja nicht machen, egal wie viel Geld die verdienen. Ja, können halt jeden adoptieren. Und dann sich selbst ruinieren, das geht ja auch nicht. Die können das vielleicht bei ein, zwei machen, auf eigene Kosten, ja, aber das muss ja staatlich gefördert werden. Und wenn das Institut sagt, nee, braucht ihr nicht, ja, oder tut's nicht, machen es genau aus, ja, dann, an was sind die Leute gestorben, versteht ihr? Ja, und gut, nochmal auf dem Thema zurück. Also wenn das wirklich alles so grausam ist, so grausam ist, so grausam ist, wir noch in diese, und Angela Merkel zum Beispiel, Angela Merkel selbst sagt, wir sind am Anfang der Epidemie, ja, ganz genau, wir sind noch am Anfang der Angela Merkel-Epidemie, ja, hoffentlich wählt ihr die mal endlich ab da in Deutschland, das kann ja wohl nicht sein, ja, wie kann man diese Frau dreimal hintereinander wählen, ja, so unfassbar, ja, ihr läuft mit eurem Hund Gassi, euer Hund kackt vor euch, ihr lässt den Hund vor euch laufen, ihr tretet aus Versehen in die Scheiße. Ja? Dann putzt ihr sie ab, ja, mit dem Gartenschlauch, und dann läuft ihr wieder nach Hause. Und am nächsten Tag passiert dasselbe, und dann sagt ihr, wisst ihr was, ich trete nochmal lieber in die Scheiße. Ich weiß ja, dass ich mit dem Gartenschlauch das wieder sauber machen kann. Ist nicht so schlimm, aber ja, ich bin halt in die Scheiße getreten. Aber wenn ich ausweiche, ja, wenn ich ausweiche, ja, wie das Volker Pispers gesagt hat, der Deutsche ist derjenige, der tritt lieber in die nochmal in dieselbe Scheiße, ja, als er draußen drumherum läuft, ja, um zu gucken, was da vielleicht mal passiert. Ja, vielleicht gar nichts. Ja. Nee, lieber in dieselbe Scheiße. Es könnte ja irgendwas anderes passieren. Was, ja. Seid ihr paranoid oder was? Volker Pispers hat das echt so dargestellt, so ungefähr, ja. Und nee, Leute, es ist unfassbar. Sie schicken die Frauen und Kinder zuerst. Seht ihr eigentlich, was für Katastrophenleute wir in der Politik haben? Die schlimmsten aller Schlimmsten, ja? Die schlimmsten Menschen aller Schlimmsten. Man schickt doch keine Kinder, auch noch Kleinkinder, bis zum 12. Lebensjahr. Da sieht man richtig, dass Satan hier total am Werk ist, ja? Die Reproduktiven für die nähere Zukunft, ja? In die Gefahr laufen lassen, die aktuellen Produktiven, die Frauen, ja, in die Gefahr reinlaufen lassen, ja, die Zukunft der Menschheit, die Kinder in die Gefahr laufen lassen. Verstehe ich nicht, das war mein Magen, Entschuldigung. Was führt das hier? Ich habe bis jetzt kein Video, ich konnte kein Video machen vorher, weil ich war ja gesperrt 2 Wochen. Ich habe mir gedacht, rafft das eigentlich kein Mensch? Bin ich immer der Erste, der das rafft? Bin ich immer der Erste, der die Sachen sagt? Und dann habe ich ja nur 20, 30 Klicks. Und dann kommt. Ich verstehe das manchmal nicht, Leute. Ja? Ach, egal, ich lasse den Scheiß sowieso bald. Weil das bringt ja nichts. Ja? Es ist so witzig, wenn man die Sachen sagt und die dann genauso passieren. Und dann. Das ist unfassbar eigentlich. Also, mich regt es echt auf. Weil ich mache die Sachen, ich mache es ja nicht für mich. Ich verdiene doch nichts. Ich verliere meine Zeit hier. Ja, ich verliere meine Zeit. Ich tue hier aufopfernd sein.
Ich will euch, und ja, ich weiß nicht. Ja, ich verstehe das manchmal wirklich nicht. Das ist, ja und, genau, ja und, ganz genau. Ja, wenn die Leute das selber schnallen würdet, dann würde man euch nicht eurer Menschenfreiheiten berauben. Ja? Und ihr seid zu Hause, macht gar nichts, ihr tut eure, ihr könnt eure eigene Oma nicht besuchen gehen. Ihr könnt eure eigenen Familienmitglieder, Freunde nicht besuchen gehen. Ihr könnt nicht arbeiten gehen. Ihr könnt eure Geschäfte nicht aufmachen. Ihr werdet ruiniert. Wenn ihr das, und ich mache das für euch, damit ihr das schnallt. Ja? Damit ihr das schnallt und euch eben nicht verarschen lässt. Was habe ich euch gesagt am Anfang? Die Polizei, ja, wird jetzt überall auf der Welt die Leute auf die Maul hauen. Ja? Weil ich habe es einfach nur vermutet. Ich weiß, mir hat es niemand erzählt. Ich vermute es einfach nur. Was passiert? Die Polizei überall auf der Welt haut jeden in die Fresse. Weil sie das tun soll. Das Macht geht, die Macht geht vom Volke aus. Die Macht wird durchgesetzt durch die Miliz, Demokratie. Ja, was ich euch schon erklärt habe. Und ihr seht das jetzt. Ihr seht jetzt, was ich euch gesagt habe. Ja? Der Staat sagt euch, ihr sollt nicht auf die Straße. Ihr geht aber auf die Straße, die Macht geht vom Volke aus und ihr glaubt, ihr modernen Sklaven, dass ihr das Volk seid. Nein, die Macht geht vom Volke aus. Die da oben, die paar da oben, ja, mächtigen griechische Demokratie heißt, da gibt es da oben ein paar Mächtige, die sagen, so und so läuft's. Ja? Ihr könnt zwar ein Pseudo, man vermittelt euch eine Pseudodemokratie, ja, dass ihr denkt, ja, man darf sogar einen geistig behinderten Homosexuellen, der glaubt, dass er schwanger ist, dass er eine Frau ist, dass er, was weiß ich, im Namen der Demokratie, dass sogar so ein Alexander, der Große oder der Kleine, herumlaufen kann und sagen kann, das ist normal, ich darf das. Ja? Ich darf ein Code-Analyzer sein. Also ein Code-Analyzer ist jemand, der einen Penis lutscht, ja? Nachdem er zum Beispiel im Anus eines anderen Mannes drin war. Ja? Und da noch dran leckt. Das ist ein Code-Analyzer. Ja, und dann müssen solche Leute müssen wir tolerieren in den Namen der Demokratie und ihr wollt alle Demokratie, ja? Und, keine Ahnung. Ja, was willst du dann? Ja, was willst du dann? Ja, keine Ahnung. Ihr sagt ja, Christen haben in der Politik nichts verloren. Ja, vielleicht will ich ja Christen in der Politik. Ja, vielleicht jemanden wie David, ja? Einen David in der Politik. Ja, Christen in der Politik. Und euch sagen diese falschen Geister, wir brauchen keine Christen haben in der Politik nichts zu tun. Ja. Gut, ihr Lieben. Ja? Wir leben in dieser Welt. Wir leben in dieser Welt. Was sagt denn Jesus Christus? Jesus Christus, ich bin der König aller Könige. Er sagt nicht, ich bin der König aller Menschen. Ja? Weil wir Menschen so weltlich sind, sagt er das extra, weil wir so weltlich sind auf Könige und Präsidenten und was weiß ich was aufgucken, weil wir immer aufgucken auf den Menschen, sagt er, ich bin der König dieser Könige. Guckt auf mich, nicht auf diese Menschen, ja, auf diese Könige, die er selbst erwählt, ja, guckt auf mich, ich bin der König dieser Könige, sagt er euch, guckt auf mich, ich bin das Wort, wer den Menschen vertraut, sei verflucht, ja, natürlich sollen wir niemandem vertrauen, ich sage ja nicht, gibt den Menschen alles in die Hand oder sowas, natürlich Jesus alles in die Hand, durch Bete und durch Fasten, ja, und das Wille des Vaters tun und so weiter, natürlich, ja, aber wir leben in dieser Welt. Ja, wir leben in dieser Welt. Ja. Und Jesus hat nirgendwo gesagt, will keine Könige, dies und das nicht oder sonst was. Nein, Gott selbst hat Gott selbst sagt, er stärkt sogar den gegnerischen König, wenn wir schwächeln, ja, an unseren Glauben. Und er stärkt unseren König, ja. Was labert ihr da? Ihr lässt euch Leute, ja, ihr lässt euch verarschen. Ihr lässt euch so verarschen. Es gibt natürlich Unwissende und es gibt Faule, ja, die sagen, guck mal, ich habe das irgendwo mal gehört, ich kann meinen Geist selbst gar nicht anstrengen, ich habe auch gar nicht den Geist, ich babbel einfach mal nach. Ja, und Jesus macht schon alles, das ist easy für mich, ja, das irgendwie wird schon stimmen, ja. Und das sind geistig Faule, Unwissende, ja, und manche machen das ganz, ganz bewusst, machen das ganz genau bewusst, um euch zu paralysieren, dass ihr nicht wisst, was ihr tun sollt, ja. Glaubt ihr, kommt in die Hölle, weil ihr einen Politiker gewählt habt? Habt ihr ihn damit vertraut und seid damit verflucht? Nein, ihr habt eure Wahl, eure Stimme abgegeben. Ja? Sagt ihr nicht, Gott ist, sagt ihr nicht, Jesus ist Mensch und Gott? Ihr folgt doch Jesus Christus nach, oder? Wenn ihr Menschen vertraut, seid verflucht. Heißt das, ihr tut jetzt Jesus nachfolgen und seid verflucht? Und ihr nennt Jesus einen Menschen? Ja? Habt ihr mal nachgedacht? Ja? Wer dem Menschen vertraut, sei verflucht. Ja? Wer ihn aufs Ganze vertraut, ja,
Ihn, ja, ihn als seinen einzigsten König erwählt, sagen wir mal, der sei verflucht. Ja, Jesus Christus ist ja Gott. Jesus ist die einzigste Ausnahme, der Menschensohn, dem wir vertrauen können. Das ist die einzigste Ausnahme im Ganzen. Ja, ich bin die Wahrheit, sagt er. So. Und glaubt ihr, ihr geht in die Hölle, weil ihr mal ein Kreuzchen gemacht habt in irgendwo, weil ihr Politiker supportet? Ja, also da kommt ein Politiker, der sagt, wir kämpfen für, ja, das christliche Abendland für die Juden, ja, und den dürfen wir nicht wählen. Wie viel, habt ihr mal geguckt, wie viel die in der Politik über das Christentum sprechen? Sogar über die Bibel zitieren und so weiter. Und ihr wollt lieber die anderen wählen oder die anderen machen lassen, was sie wollen. Ja, das ist einfach unfassbar. Und das ist, was ich euch sagen will. Solche Leute haben wir gerade in der Politik, die Frauen und Kinder zuerst losschicken, ja, von der Titanic, ja, nicht auf die Rettungsboote, sondern ohne Rettungsboote ins Meer, wo die Haie sind. Das ist, was wir gerade haben, ja. Sie schicken von einem Boot, ja, es ist unfassbar. Da existiert also angeblich eine ja, Epidemie und die schicken die Frauen und Kinder auf die Straße. Ich krieg ein Raster und keiner macht ein Video, keiner sagt was, keiner rafft das. Ja? Wie satanisch diese Politiker, die wir gerade haben, sind. Und warum ist das Ganze so? Natürlich jetzt wieder Verschwörungstheorie, um einfach die Menschheit zu reduzieren. Es ist einfach so, die da oben, die haben Paranoia. Die wissen ganz genau, wenn wir 7 Milliarden mal wach würden, können die überhaupt nichts machen. Da geht die Macht nämlich dann wirklich von dem Pseudo-Volk, das ihr glaubt, wer ihr seid. Dann geht sie nämlich wirklich von euch aus. Und davor haben sie Angst. Man will euch reduzieren. Darum ist das denen egal, dass in Afrika so viele Menschen sterben, in China so viele Menschen sterben, überall so viele Menschen sterben. Denen da oben. Ja? Umso mehr von uns sterben, umso weniger Gegner haben sie oder Gefahr. Ja? Umso ruhiger schlafen sie. Ja? Würden wir, stellt ihr mal vor, Europa hat 500 Millionen, stellt ihr mal 500 Millionen. Ja? Deutschland hat 200.000 Politiker, 220.000 Politiker ungefähr. 80 Millionen Einwohner, was wollen die machen? Für 80.000 Soldaten, ja? Und ungefähr genauso viel Polizisten. Ja? Stellt euch mal vor, 80 Millionen Volk Deutschland gegen die 1% da. Ja? Versteht ihr? Das ist, vor was sie Angst haben. Ihr glaubt, die haben viel Geld und nur, die haben keine ruhige Nacht. Die warten, die haben Angst, die haben Angst, dass wir jeden Moment explodieren. Ja? Anstatt dass sie es uns gut gehen lassen, dann brauchen können sie da oben sein, ja, mit der Hälfte von dem Geld, ja, weniger Reichtum, aber dass alle das Reichtum ein bisschen verteilt wird und wir die dann in Ruhe lassen, wir alle glücklich sind. Nein, die wollen mehr, 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 mehr haben und noch in Paranoia schlafen. Ja? Einfach nur asozial. Und diese Menschen, ja, wissen ganz genau, überall werden wir ausrasten, wie wir immer Revolutionen haben. Um diese Revolutionen zu umgehen, versucht man uns wie Mäuschen ja immer Angst zu machen, Angst zu machen, Angst zu machen. Ja, darum will man jetzt das Internet ne? Einschränken, ja, weil die sehen, dass wir gerade hier unsere Meinung überall bum 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 bum. Jeder macht ein Video und hin und her. Sagt ihm, was er auf den Sack geht, immer mehr Gruppierungen entstehen und so weiter. Und jetzt will man deswegen das Internet zensieren und sowas. Ja, man spricht von wegen geistlichen Eigentum. Nee, nee, ja. Um einfach uns einzuschränken, dass wir keinen Bock mehr drauf haben, weil es fängt ja jetzt schon an. Ihr müsst jedes Video, das ihr macht, eine Mail von YouTube kommt schon, das Lied. Dieses Sound, du musst jetzt aufpassen, dass wenn du jetzt hier ein, zum Beispiel machst jetzt hier ein Beatbox, da musst du schon aufpassen, irgendein Sound, dass du nicht verklagt wirst, ja? Du darfst jetzt keine Musik im Hintergrund machen, gar nichts, okay, durfst du vorher schon nicht, aber du kriegst jetzt, ich habe jetzt ungefähr 50 Mails von YouTube bekommen in meinen letzten Videos, irgendetwas, den Copyright verletzt, ja, keine Ahnung, war mal irgendwo Musik im Hintergrund, war irgendein Sound oder was weiß ich, ihr müsst richtig jetzt aufpassen, ja, um uns eben einzuschränken und dass wir darauf keinen Bock mehr haben, denn ihr müsst jetzt jedes Mal, kommt eine Frage, was wollt ihr machen, wie wollt ihr gehen, wollt ihr diesen Sound teilweise ausschneiden oder den Sound ganz wegmachen und ihr habt darauf dann irgendwann mal keinen Bock mehr, ja,
Er macht hört ja auf mit YouTube. Ja? Oder wer stellt denn sich den ganzen Tag hin und tut 50 Mails korrigieren? Da will ich nur den Teilabschnitt, Teil des Sounds weg haben, den ganzen Sound weg haben, bla bla bla. Ja, und so weiter. Haben wir keinen Bock mehr darauf. Und das wissen die ganz genau da oben. Ja? Und da sieht ihr einfach, was ich auch sagen will, wie satanisch die Politiker, die wir gerade haben, da oben, ja, dass die Frauen und Kinder auf die Straße zu erschicken. Ja? Entschuldigung, dass ich das oft wiederhole. Es ist unfassbar. Und ich höre überhaupt nichts dagegen. Ich höre nichts dagegen, wie irgendjemand dagegen was sagt. Frauen und Kinder werden zuerst in die Epidemie rausgeschickt. Hallo! Ja? Na gut, Leute. Ist unfassbar. Wählt die AfD, wählt überall. Egal wo ihr seid, wenn ihr hier in Österreich das hört, wisst ihr, wen ihr zu wählen habt, in der Schweiz, wenn ihr irgendwo in, wenn ihr in der, in, was weiß ich, wenn ihr in Norwegen seid und hier dieses Video hier sieht und ihr Deutsch könnt, wisst ihr, wen ihr zu wählen habt. Leute, wählt wen ihr wählen müsst. Ja? Danach kann man immer noch neu wählen wieder. Ja, wenn es scheiße läuft. Aber erstmal die große Scheiße wegmachen. Erstmal die große Scheiße wegmachen, ja? Ich meine jetzt hier nicht groß, also die große Scheiße hier, ich rede hier nicht, meine jetzt nicht, ich habe jetzt gerade nachgedacht, sieht, jetzt muss man schon nachdenken und das auch noch sagen, ja? Obwohl die meisten wissen, was ich genau meine. Ja, ich meine ja nicht die Politiker, dass die Scheiße sind, ja? Jetzt muss man schon alles genau aufpassen und genau definieren, was man überhaupt sagt, ja? Sonst bist du ja gleich am Arsch. Hab zwei Sperrungen, ich habe früher nie Sperrungen bekommen. Ja, habe ich zwei Sperrungen hintereinander bekommen, ja? Weil ich einen Menschen, der versucht hat, einen Menschen zu töten, einen Ausdruck, einen Kraftausdruck verwendet habe. Jetzt, du darfst noch nicht mal einen Menschen, der einen Mord versucht hat, zum Beispiel, ja, ich sage jetzt besser gar nichts nennen. Das ist unfassbar. Ja? Früher habe ich die was weiß ich was genannt. Und guck mal, ja, und guck mal, jetzt darfst du gar nichts mehr, ja? Also, Lieben, wie gesagt, Frauen und Kinder zuerst in die Epidemie, ja. Oh Mann, Leute, babbelt mal ein bisschen mehr darüber, ja? Und macht endlich mal was, ja? Kann doch nicht sein, ja? Was mit dem Ramadan hier? Was mit dem Ramadan hier, ja? Eine Religion, wo Mohammed sagt, wo die Leute gefragt haben, Mohammed, wer ist denn der Beste unter den Muslimen? Die Christen und Juden hierher schleifen, ja? Die Reli ja, die unsere Feste, die unsere Feste, ja, verbieten wollen, die fühlen sich beleidigt, weil ein Kreuz an der Wand hängt. Und wir müssen uns beleidigt fühlen. Wir müssen uns beleidigt fühlen. Guck mal, was da bei denen in der Religion steht. Wir sind weniger wert als Tiere, wir sind Schweine und Affen. Ja? So muss man sich mal vorstellen. Und die fühlen sich noch beleidigt. Ja? Macht doch mal endlich was, Leute. Wacht doch endlich mal auf, redet mit euren Nachbarn und hin. Und wenn die Leute dann gegen euch sind, dann sind sie eben gegen euch. Dann gehört ihr eben nicht zum Abfall. Ja, habt doch keine Angst, Abfall zu verlieren. Und jetzt hier wieder aufpassen. Abfall, ja, heißt der Mensch, ja, nicht Abfall, Müll. Ja, wie es in der Bibel steht. Das ist der Abfall, steht in der Bibel. Ja, die abfallen, abfallen. Ja, nicht wieder hier YouTube sperren. Ja, das, ich meine, die muss, siehst du, muss man wieder genau definieren, was man sagt. Wieder aufpassen, ja. Habt ihr Angst, Abfall zu verlieren als Freunde, Menschen, als Abfall zu. Habt ihr Angst? Ich habe 90% meiner Leute verloren, Leute, die ich kenne, verloren. Wisst ihr, wie viele Leute ich kenne? Ja? Und ihr habt Angst, Abfall zu verlieren. Das ist Abfall, Mann. Ja? Ihr erklärt das denen in der Liebe, in Demut, ja, in der Vernunft. Und die wollen keine Vernunft, die wollen gar nichts. Die wollen einfach, und dann noch gibt es noch die anderen, ja, die einfach aus ihre eigene Dummheit, ja, wegen ihrer Ignoranz tolerieren. Ja? Sie ignorieren, sie sind so ignorant, dass sie ihre eigene Dummheit tolerieren. Ja? Ihr klärt die auf, ihr sagt ihnen genau, was im Koran steht, und dann sagen noch Deutsche, was geht mit dir ab? Ja, was nicht früher mit Muslimen immer zusammen? Ich habe doch früher auch schon immer den Muslimen die Wahrheit gesagt. Ja? Ist ja nicht nur jetzt so. Nur jetzt guck mal, was gerade hier alles abgeht. Ja? Freuen sich, wenn ein Dom brennt, freuen sich, wenn ein Christ an Krebs gestorben ist. Ja, das war Allah. Da gibt es ein Erdbeben. Ja, freuen sich die Muslime. Ja, der Erdbeben, da sind voll viele Christen gestorben. Sind auch noch so dumm, ja, dass die meisten waren, die sind auch genauso. Ja, sterben Muslime. Die meisten, die gestorben sind an den Erdbeben, waren Muslime. Und die denken, es waren Christen und freuen sich einfach. Ja, seht ihr mal, wie ignorant kann ein Mensch eigentlich sein? Ja. Wollt ihr auch so ignorant sein? Wollt ihr auch so ignorant sein? Wollt ihr auch so dämlich sein? Ja, oder macht ihr jetzt endlich mal was?
Videos, das richtige Kreuz setzen, reden mit den Menschen. Und wenn der Nachbar sagt, was ist mit dir los und hin und her, ja, dann sei doch froh, dass der weg von dir ist. Sei doch froh, was willst du mit so jemanden? Sei doch froh, dass du, ja, die Saat vom, wie sagt man auf Deutsch, die Saat vom Korn trennst oder wie sagt man das wohl? Hab schon wieder vergessen. Ja? Die Weize vom, ja, du Blutzeiger jetzt. Ja? Bist du Sekt oder bist du Selters? Was bist du, Mann? Ja? Ja, wir sind nichts Besseres. Ja, wir sind auch nichts Besseres. Wir sind alle gleich, wir sind alle Menschen, aber du bist schon was Besseres in dem Sinne. Ja? Dass du eben den Abfall, dass du eben nicht zu den Abfall gehörst, dass du nicht deine eigene Dummheit tolerierst. Ja? Ihr müsst endlich mal was machen. Und hört nicht auf diese Leute. Gott macht schon alles. Gott macht schon alles. Hört nicht auf diese Leute. Ja? Was der Einzelne alles tun kann. Ja? Ihr könnt so vieles tun. Gut, ihr Lieben. Die 12 Jünger sind ausgegangen und haben so viel getan. Die hätten lieber in Jerusalem bleiben sollen. Das ist, was euch diese Christen sagen. Entschuldigung, dass ich so oft wiederhole. Ja? Das ist, was euch diese Christen sagen. Das sind keine Christen. Ja? Das sind keine Christen. Für mich sind keine Menschen Christen, die sagen, 12 Jünger, bleibt doch zu Hause, Jesus Christus macht schon alles. Ja? Mit einem Satz Schachmatt, Mann. Ja? Hört nicht auf diese Leute. Ja? Wenn Frauen sowas reden, dann vergibt ihnen, klärt sie auf. Frauen, es gibt viele Frauen, die das sagen. Meistens sind es Frauen, die das sagen. Klärt sie auf, ich mache das ja extra in den Videos und wiederhole das so oft, ja, damit ihr aufhört mit diesen Sachen, solche Sachen zu sagen. Ja? Und ich kann es euch ja mit einem Satz kann ich euch ja beweisen, dass ihr falsch seid. Mit einem Satz, Mann. Und ihr seid so ignorant, selbst, ja, muss ich euch von der Bibel, was der Paulus hat gesagt, der hatte gesagt, der hat gesagt, Jesus hat gesagt. Ein Satz, Jesus, hört auf Jesus, Mann. Auf Jesus sollt ihr hören, was Jesus gesagt hat. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Was Paulus Maulus? Ich will hier nicht runtermachen. Jesus, auf Jesus müsst ihr hören. Ja? Wenn ihr hört, diese Leute immer, ja, Paulus hat gesagt, der Petrus hat gesagt, der Johannes hat gesagt, ja, die haben viel gesagt, ja. Und dann Altes Testament aber komplett verwerfen, ja. Was David gesagt hat, ja, was Abraham gesagt hat, das wird schon gar nicht mehr gelehrt, ja. Tut ihr dann die ganzen Prophetien und alles, das tut ihr dann auch verwerfen mit gleich. Nee, nee, das nehmen wir an, aber die alten Geschichten nehmen wir nicht an. Wo seid ihr, Alter? Ich bin gekommen, Altes und Neues zu vereinen und nicht zu trennen. Das sind Menschen, die trennen. Ja? Erst Liebe. Ja? Erst Liebe. Und wer die Liebe ablehnt und auch gegen sie kämpft, Gott ist pure Liebe, Gott ist Liebe, auch noch gegen sie geht, dann wieder aufs Alte Testament zugreifen. Das ist, was hier Jesus sagt. Ja? Guckt euch mal von Al-Saifuddin das neue Video an. Ja, was der hier erklärt mit Jesus Christus, wie der erklärt die wollten hier eine Falle stellen. Ja, hier Jesus Christus sagt hier nirgendwo, ja, sie hätten die Frau nicht steinigen dürfen. Sagt er nirgendwo, er ist nicht gegen das Gesetz gegangen. Also er hat das Gesetz, Entschuldigung, er hat nicht das Gesetz verworfen, abrogiert. Ja, guckt euch das neue Video von Al-Saifuddin an. Ja, er hat hier nicht gesagt, steinigt die Frau nicht. Er hat gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, wirft den ersten Stein. Wer war denn, ja? Denn sie haben Jesus auf die Probe gestellt, ob er das Gesetz überhaupt kennt. Denn beide sollen gesteinigt werden, Mann und Frau. Und sie haben nur die Frau vorgeworfen. Ja? Und das habe ich euch immer gesagt. Ja? Wenn Jesus hat gesagt, sündige nicht nochmal, habe ich euch immer gesagt, sündige nicht nochmal. Wenn du diese Sünde nochmal tust, kann auch ich dir nicht helfen. Ja? Ob sie alleine nochmal vorgeworfen wird oder nicht. Ja? Weil das zweite Mal muss sie aufpassen. Ja? Ob sie es getan hat oder nicht. Ja? Wenn sie nochmal vorgeworfen wird, vor Jesus. Ja, was will er machen? Will er da nochmal sagen? Will er da nochmal sagen? Ja? Will er dasselbe nochmal sagen? Ja? Versteht ihr? Und Al-Saifuddin, guckt euch den an, der hat es auch richtig drauf. Das ist auch ein sehr, sehr guter Lehrer, nenne ich jetzt mal. Ja, wie Abdul Memra, die beiden haben es richtig drauf. Guckt euch die beiden an. Und ihr werdet sehen, dass die mit mir übereinstimmen. Ja? So. Ja? Altes Testament zählt genauso. Wenn wir tun nach dem Neuen Testament handeln, doch die, die gegen uns gehen, uns noch die Kehle, ja, auf den Hinterkopf schlagen wollen, wie es so nett übersetzt worden ist, falsch, ja?
ich lasse mir nicht auf den auf Hinterkopf schlagen. Ich gucke dein altes Testament, zu was ich Recht habe und was ich kein Recht habe. Ja, ich Israel, ja. Also, ihr Lieben, ja. Gut. Wie gesagt, mal ein bisschen plaudern, war ja jetzt 2 Wochen nicht da. Ein bisschen so, was mir so in den Kopf vorgeht, was mir wichtig war. Ich gebe zu, dass ich oft Sachen wiederhole und die euch wahrscheinlich langweilen, aber das ist sehr wichtig. Denn die Sachen, man vergisst diese Sachen. Weil die wichtigen Sachen, die müssen wir immer beibehalten und sind ja auch starke, absolut starke Argumente, wie wir gegen jeden mit einem Satz gewinnen können. Ja? Versteht ihr? Das ist sehr wichtig. Und gut, ihr Lieben, dann machen wir jetzt mal Stopp. Lasst euch gut gehen. Glaubt nicht an diesen Epidemie-Müll. Ja, ihr werdet sehen, ich habe es euch gesagt, bevor irgendein Arzt so etwas gesagt hat, und jetzt sagen es viele Ärzte und ihr werdet sehen, ja, ich habe es euch schon vorgedeutet. Ja, ich habe euch gesagt, die Polizisten werden überall auf der Welt gehen und ihr kaputt schlagen. Habe ich euch gesagt und es ist passiert. Ja, die Macht geht von vorn. Ich habe euch immer gewarnt und ich sage euch immer. Ja, na gut, ihr Lieben, haut's rein, ja.